Hallo, herzlich willkommen zu diesem Erfahrungsbericht zur Dogtish Academy. Ich möchte dir den BAF-Online-Kurs von Paulina hier mal vorstellen. Ich möchte mal zeigen, was es inhaltlich so zu bieten hat. Lass dich einfach mal ein bisschen reinschnuppern, so dass du nicht die Katze im Sack kaufen musst und besser entscheiden kannst, ob dieser Kurs was für dich ist oder nicht. Wir schnuppern auch mal in das ein oder andere Video, so dass du auch mal einen Einblick gesehen hast. Du findest den Link zum aktuellen Angebot zum BAF-Online-Kurs in der Videobeschreibung. Wenn du das Ganze gekauft hast, kommst du auf diese Seite. Du bekommst innerhalb weniger Sekunden die Login-Daten und es gibt insgesamt 3 Module, also die Grundlagen von BAF. Da wirst du jede wichtige Komponente im Detail sehen und im Modul 2 geht es dann darum, welche Komponenten im Futternapf nicht fehlen dürfen. Du wirst sehen, welche Futterpläne funktionieren, aber du wirst auch gemeinsam den ersten Basic BAF Futterplan entwerfen mit Paulina. Und im Modul 3 geht es dann um die Einkaufsliste. Dort erwarten dich dann zum Beispiel Rezepte, die du einfach nachkochen kannst. Hier weiter unten findest du dann noch weitere Inhalte. Zum Beispiel auch, dass du zur Facebook-Gruppe Mitglied werden kannst. Aber wir gehen mal in Modul 1. Und ohne viel weiter zu reden, ich lasse dich einfach mal in das zweite Video reinschnuppern. Da geht es um die Geschichte hinter BAF. Und ich klicke hier mal auf Play. Auf los geht's los. Ich bin schon ganz hibbelig und ich freue mich ganz, ganz, ganz intensiv, dir diese Informationen mitzugeben. Unser erstes Video haben wir ja bereits hinter uns. Nun kommen wir zur BAF-Thematik. BAF steht für biologisch artgerechte rohe Fütterung. Kann aber auch für biologisch artgerechtes rohes Futter stehen. Oder ganz ursprünglich. Cool, das hast du. Und hier unten geht es dann weiter in weitere Bereiche, einmal in den Muskelfleisch und das Pansenfleisch. Und ja, ich gehe hier mal langsam runter und hier unten findest du dann noch den Fragebereich. Hier kannst du dann auch noch Fragen stellen und Paulina antwortet in der Regel auch immer gleich sofort. Dann gehen wir mal über in das Modul 2 und hier geht es dann wie gesagt um die Umsetzung. Und hier würde ich mal vorschlagen, wir schauen uns auch mal das erste Video an. Wir kommen nun bei unserem BAF-Online-Kurs zur BAF-Plan-Erstellung. Um den BAF-Plan zu erstellen, brauchen wir lediglich 6 Schritte. Und damit auch du für deinen kleinen... Du musst dir schon ein bisschen Zeit mitnehmen bei dem Ganzen. Also wie du vorhin gesehen hast, gehen die Videos um die 10 Minuten. In das Video hier zum Beispiel geht 42 Minuten. Und ohne viel zu reden, ich gehe mal noch in das Modul 3. BAF im Alltag, No-Gos beim BAF. Hier unten findest du dann sogar noch die Rezepte. Die kann ich dir leider nicht zeigen. Ich denke, dann würde ich dir einfach zu viel zeigen. Dann kannst du noch ein Skript runterladen. Und ich würde mal sagen, zum Abschied klicken wir auch mal noch hier in das erste Video rein. Und dann kommen wir zu meinem Fazit. Das Umsetzen der BAF-Fütterung im Alltag selbst. Ich möchte dir hier an dieser Stelle nun gratulieren. Du hast die Informationen. Also was mir sehr gut gefällt, ist einfach das Design von dem Ganzen. Es ist wirklich sehr hochwertig. Es wirkt professionell. Und was ich auch sagen kann, ist, es hält auf jeden Fall das, was es verspricht. Es ist für ältere Hunde, aber auch für Welpen. Und das hat mir besonders gut gefallen. Im Großen und Ganzen kann ich diesen Kurs wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ich hoffe, dieser kleine Einblick hat dir weitergeholfen. Und wenn du sagst, okay, ich möchte mehr dazu erfahren, dann klick einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Dort kommst du zum aktuellen Angebot und kannst dich dann nochmal überzeugen lassen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.